Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zum letzten Part des Match Attacks Extra Display Unboxings. Hier habe ich das Display und da sind noch die letzten 6 Booster drin. Die hole ich jetzt einfach mal raus. Das Display, ja, werde ich wegschmeißen. Wofür braucht man so einen Müll? Zack. Zumachen und dann haben wir hier die 6 Booster. Gestern ja angekündigt, dass ich heute, ja, hoffe ich mal, ein paar Matchwinner noch bekomme. Mal gucken, ob sich das bewährt macht, sage ich mal. Mal gucken, ob sich das so umsetzt, dass ich, was ich gestern, beziehungsweise vorgestern, ich weiß nicht, wann der dritte Part kam. Hier haben wir auf jeden Fall Mats Hummels als Kapitän mit 93 Abwehr, richtig cool. Dann Pirmin Schwegler, Lars Bender, Philipp Hosiner von Köln, früher und heute Peter Sestonaro von Darmstadt natürlich, hier mit dem guten Aldi-Ball in der Hand und Marcel Heller, wer schneller als alle, Marcel Heller, Moravec von Augsburg, Tüton von Stuttgart, Marco Fabian von Frankfurt. Ich wollte es denn sagen, wer ist denn Marco Fabian? Neuer Transfer, habe ich ja noch nie gesehen bei Frankfurt. Lemens, Mali und De Blasis als Offensivtrio von Mainz 05. Und dann bekommen wir hier nochmal die geilste Frisur der Bundesliga, sage ich ja immer wieder. Hattrickheld Alexander Meyer. Nice, das geht auch schon mal richtig gut los. Und ich hoffe, das geht so weiter. Ja, es geht so weiter. Wenigstens hier mit einer Powerkarte. Halbtransparente Auswärtstrikotkarte von Augsburg. Geil. Weiter geht's dann mit Rafinha. Mahmoud Daoud von Gladbach. Der Jungspund. Oh, was ist mit der Karte passiert? Die wurde hier wahrscheinlich nicht richtig rausgedruckt. Der von den Tops. Magitex Maschinen oder wie auch immer. Julian Baumgartlinger, Mainz 05. Konstantin Engel. Goiko Gaccia. Da ist Paul Verhaag. Claudio Pizarro und Husti von Frankfurt. Und dann haben wir die zweite Powerkarte, nämlich Viererkette von Stuttgart, Klein, Zunic, Baumgartl und Insua. Der linke Verteidiger, Insua. Insua, der hat auch mal bei, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der hat mal bei, hat der bei, ui, ist das wieder der Limi, Leute? Ist das die zweite Lewandowski-Limi? Das wäre enorm geil. Hat er nicht mal bei Liverpool gespielt? In Sua? Ich glaube schon. Jörg Sievers und Ronne Robert Zieler früher heute. Marco Höger, Marcel Schäfer, Peter Niemeyer, Orleshausen, Zunic, Lessano. Und dann haben wir hier noch 3 Powerkarten, Leute. Schreibt mal unten jetzt unten in die Kommentare. Pausiert das Video und schreibt unten in die Kommentare. Ist das Lewandowski, Bronze-Limi, Silber-Limi oder Gold-Limi? Oder vielleicht gar keine Lewandowski-Limi? Mal gucken, vielleicht hat da einer recht von euch. Hier auf jeden Fall die erste Powerkarte von Hamburg. Nikolai Müller, Aaron Hunt und Ivo Iličević. Offensivtrio. Dortmund Mittelfeld. Nice. Matchman Heinrich Mkhitaryan Mücke mit 91 Angriff. Der nächste Matchmaner. Also das letzte Unboxing hier des Displays hat es nochmal richtig in sich. Angriff Bayern München. Goldene Limi von Robert Lewandowski. Alter Falter, wir hatten in diesem Display 2 Limis drin. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal so ist. Auf jeden Fall hatten wir die goldene Limi und die bronzene Limi. Die bronzene Limi hatten wir im zweiten Part und die goldene Limi jetzt hier im letzten Part. Leute. Der heftigste Part aller Zeiten. Lars Stindl, Halbtransparente. Cigerci. Kevin Campbell, wieder mal hier. Jürgen Klopp hatten wir auch schon mal im Display. Andreas Görlitz ebenfalls mit Morales. Johan Giroud. Hier dieses Mal Kajubi als Basekarte. Krasimir Balakov und Gentner als früher heute Karte. Dann noch Husti. Auch schon zum gefühlt 5. Mal gezogen. Noch das Offensivtrio. Der Gladbacher Patrick Herrmann, Torgan Hazard und Fabian Johnson. Und jetzt geht's weiter zum vorletzten Booster und ja, mal gucken. Eine Powerkarte, 2 Powerkarten. Ich glaube, es ist leider nur eine Powerkarte. Holger Badstuber, Günther Netzer und Patrick Herrmann, Höwedes, Castells, Klünter, Sandro Wagner von Darmstadt. Der Typ ist nicht schlecht, muss man sagen. Sieht zwar aus wie, okay, ich lasse es mal jetzt lieber. Karl-Heinz Körbel und Carlos Zambrano.
Lorenzen von Bremen, Adam Zalai und dann hier die Powerkarte der Bremer, Gebre Selassie, Galvez, Vestergaard und Garcia. Bam. Bam, 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 bam. Nee. Nee, ne? Wenn das jetzt... Leute... Ich mach hier erstmal weiter. So, Roman Weinfeller. Wenn das jetzt noch die Silberlinie ist, Leute, ich fress wirklich einen Besen. Vargas, Kessel, Jon Córdoba, Almok Koyen von Ingolstadt, Bielefeld, Fabian Klos als Kapitän, Gali Jurim, aber nicht Daniel, sondern Marco von Greuther Fürth. Dann die Powerkarte Calhanoglu, Memedi und Julian Brandt. Die Bayern-Karte lassen wir mal ganz kurz weg. Die kommen wir noch gleich zu. Lukas Tanjats als halbtransparente Auswärtstrikotkarte von Frankfurt. Und Leute, ist das wieder eine Limi? Oder ist es ein Matchwinner von Bayern? Oder ist es ein Hattrick-Held oder wie auch immer? Ja, es ist ein Hattrick-Held. Aber dieses Mal, ja, auch wieder Robert Lewandowski. Nicht als Limi. Wir hatten Limi, Gold und Hattrick-Held Lewandowski. Also besser geht's doch nicht. Was für ein verrückter Part, der heftigste Part, sage ich mal, seit langem. So eine gute Ausbeute hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Goldene Limi, dann noch Hattrick-Held, Matchwinner wieder und noch ein Hattrick-Held von Alex Meyer. Auf jeden Fall, ja, sehen wir uns dann morgen wieder bei einem weiteren Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen wieder. Lasst doch mal, ja, heftig die Likes da, Leute, für die goldene Limi. Dann noch Hattrick-Held Lewandowski, also das wird wirklich heute richtig heftig, was wir gezogen haben. Dann sehen wir uns morgen wieder. Haut da rein, tschüssi. Möp.